Trance, das Schattenkind annehmen. Mach es dir jetzt einmal ganz bequem und lass dich überraschen, wie leicht und automatisch dein Körper weiß, was das für dich heißt, bequem. Ganz bequem zu liegen oder zu sitzen, ist eine Erfahrung, die einfach da ist. Du kannst sie dir zunutze machen, um ganz schnell loszulassen und Abstand zu gewinnen zu deinem Alltag. Und je öfter du für dich diese bequeme Position findest, desto leichter wird es dir fallen, anzukommen im Hier und Jetzt. Und nun beginne einmal ganz bewusst damit, deinen Körper wahrzunehmen. Gibt es bestimmte Teile deines Körpers, die dir mehr bewusst sind als andere? Welche Teile deines Körpers sind dir ganz vertraut? Vielleicht sind auch Teile deines Körpers, die normalerweise ganz viel Aufmerksamkeit bekommen, weil sie verspannt und verkrampft sind. Der Rücken vielleicht. Oder die Schultern. Die Hände. Die Stirn. Der Kiefer. Spür einmal hin, wo du überall noch ein bisschen mehr loslassen kannst, noch mehr entspannen kannst, wo diese Bereiche einmal ganz locker sein dürfen. Und benutze deinen Atem dazu. Mit jedem Einatmen nimmst du ganz viel Ruhe und innere Gelassenheit in dir auf. Mit jedem Ausatmen schickst du diese Ruhe und dieses Loslassen dorthin, in diese Bereiche. Und du atmest durch die Stellen aus, bis sie mehr und mehr loslassen und mehr entspannen. Bis du selbst innerlich ganz ruhig und friedlich und ganz entspannt bist. Und so spürst du, wie es in dir immer ruhiger wird. Immer mehr Stille Raum einnimmt in deinem Inneren. Einfach nur dein Hiersein zählt. Nur du bist wichtig. Jetzt. Und so kannst du nun tiefer und tiefer eintauchen in die Welt deines Unbewussten und deiner inneren Weisheit. Und vor deinem inneren Auge siehst du eine Tür vor dir auftauchen, die dich in eine andere Welt führt. Schau mal, wie die Tür aussieht. Vielleicht ist sie aus Holz, vielleicht auch golden. Und wenn es für dich passt, öffnest du die Tür und gehst über die Schwelle. Und du stehst in einer wunderschönen Landschaft, einem Platz in der Natur, wo es dir richtig gut geht und wo du dich wohlfühlst. Schau dich um und genieße all die Farben und alles, was du dort siehst. Und vielleicht kannst du auch etwas riechen. Vielleicht spürst du auch die Sonne auf deiner Haut. Vielleicht hörst du dort auch einen kleinen Bach rauschen oder das Meer. Und der Boden unter dir fühlt sich angenehm an. Und aus der Ferne siehst du jetzt dein Schattenkind auftauchen. Es kommt auf dich zu. Schau mal, wie das Kind aussieht. Welche Frisur hat es? Welche Kleidung trägt es? Hat es ein Kuscheltier?
Und dann geh auf das Kind zu und begrüße es auf deine ganz persönliche Art und Weise. Gehe mit dem Kind bitte so um, wie mit einem Kind, das du sehr liebst und beschützen möchtest. Es wird Zeit, Verantwortung für dein Schattenkind zu übernehmen. Und du spürst, wie der erwachsene Teil in dir sich aufrichtet und stärker wird. Dann frage dein Schattenkind, ob es dir etwas sagen möchte. Frage es, ob es Dinge gibt, vor denen es Angst hat. Frage es nach seinen negativen Glaubenssätzen. Vielleicht meint es, es genüge nicht. Vielleicht meint es, es müsse immer lieb und artig sein. Vielleicht meint es, dass es nicht geliebt würde. Frag es nach seinen persönlichen negativen Glaubenssätzen. Frag es, wie es sich fühlt, wenn es so denkt. Dann erkläre deinem Schattenkind, wie das damals mit seinen Eltern war. Vielleicht waren seine Eltern ganz lieb, aber etwas überfordert in manchen Dingen. Vielleicht war es auch nur ein Elternteil, der schwierig war. Vielleicht waren seine Eltern aber auch sehr überfordert oder vielleicht sogar ganz schlimm. Sage dem Kind, dass seine Eltern auch Eltern hatten, die nicht alles richtig gemacht haben. Erkläre ihm, dass auch schon die eigenen Eltern Wunden aus ihrer Kindheit in sich tragen. Erkläre deinem Schattenkind, es war nicht deine Schuld. Du kannst nichts für die Fehler deiner Eltern. Falls deine Eltern überfordert waren, hätten sie sich Hilfe suchen sollen. Es ist auch nicht deine Schuld, falls deine Eltern sich nicht gut verstanden haben. Stell dir dann vor, deine Eltern hätten diese Fehler nicht gemacht. Stell dir vor, sie wären ganz heil gewesen und hätten fast alles richtig gemacht. Vielleicht ist es dir sogar lieber, wenn du dir vorstellst, dass du ganz andere Eltern gehabt hättest. Und dann erkläre dem Kind, dass es dann wüsste, dass seine Eltern unheimlich glücklich sind, so einen tollen kleinen Jungen oder so ein tolles kleines Mädchen zu haben. Sage dem Kind, dass es bei seinen heilen Eltern ganz willkommen ist, dass es geliebt wird, so wie es ist. Zwar musst du dich auch bei diesen an gewisse Regeln halten und manchmal schimpfen auch sie mit dir, aber du weißt, dass sie dich ganz doll lieb haben und kein anderes Kind der Welt gegen dich eintauschen würden. Du bist erwünscht. Du bist wertvoll. Du genügst. Du bist willkommen. Du darfst einen eigenen Willen haben. Du darfst deine Gefühle fühlen. Du darfst du selbst sein. Deine Eltern sind ganz stolz auf dich. Erkläre dem Kind, dass du sein erwachsenen Ich bist.
Sage ihm, dass du fortan immer Sorge fürs tragen wirst. Sage ihm, dass es nie mehr allein sein wird, weil du, der gute, fürsorgliche Erwachsene, sich um es kümmern wird. Versichere deinem Schattenkind, dass du ihm die Sache mit den Eltern immer wieder erklären wirst, so lange, bis es wirklich im tiefsten Inneren verstanden hat, dass es so wie es ist, vollkommen genügt. Dass es willkommen ist. Und dass es so sein darf, wie es ist. Wenn du magst, kannst du das Kind aber auch in dieser Landschaft, an diesem sicheren und geborgenen Ort zurücklassen. Dort gibt es Schutzengel, die auf es aufpassen. Du kannst es aber auch mitnehmen in die Gegenwart. Schau dich zum Abschied noch einmal in deiner Landschaft um. Du kannst jederzeit hierher zurückkehren, wenn du möchtest. Und dann gehst du wieder auf die Tür zu, die dich wieder zurück in die andere Welt führt. Und du gehst durch sie hindurch und lässt dich von deinen Gedanken wieder ganz in den Raum tragen, in dem du dich befindest. Spüre deinen Körper, fühle deine Hände und Füße, regel dich und strecke dich und werde wieder ganz wach und aufmerksam und komme an im Hier und Jetzt.